Herzlich willkommen zu meinem Homeoffice. Ich persönlich finde, zu Hause zu arbeiten ist super ruhig, entspannt. Man ist auch viel konzentrierter. Man kann sich endlich wieder Literatur widmen, vielleicht sogar selber schreiben, neue Monologe erarbeiten. Und das finde ich von zu Hause aus einfach super. Homeoffice kommt ja aus dem altgriechischen Homers Odyssee. Und deswegen möchte ich Ihnen Homers Odyssee vorlesen. Homer, Odyssee, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, rät in Pylos von Sparta nach... Entschuldigung. So, bitte entschuldigen Sie, ich musste mich ganz kurz um meine Tochter kümmern, aber jetzt machen wir einfach weiter. Das Zebra unterm Bett. Homers Odyssee, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchen, rät ihm, in Pylos und Sparta nach dem Vater sich zu erkundigen und die schwelgenden Freier aus dem Hause zu schaffen. Ich hab meinen Kuckuck verloren. Ja, das tut mir wirklich leid. Ich muss ganz kurz lesen, ja? Schuhu, können Sie mir helfen? Ja, na klar. Entschuldigung. Na dann, komm. So, ich habe mir jetzt einen ganz geheimen Ort gesucht und ich hoffe, da wird mich jetzt keiner finden. Noch ganz schnell Hände desinfizieren. Und dann machen wir auch weiter mit Homers Odyssee. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, rät ihm, in Pylos und Sparta nach dem Vater sich zu erkundigen und die schwelgenden Freier aus dem Hause zu schaffen. Er redet das erste Mal mit Entschlossenheit zur Mutter und zu den Freiern. Nachts. Können Sie mir helfen, die Schaukel aufzuhängen? Ja. Entschuldigung. Die Schaukel hängt. Ich werde jetzt flüstern, weil ich jetzt hier wirklich an einem ganz geheimen Ort bin und ich hoffe, jetzt kriegen wir das Ding durch. Also, viel Spaß. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, dreht ihn in Pyle... Kannst du mir was kochen? Sehr gerne. Dankeschön. Okay, langsam wird mir das alles ein bisschen unheimlich. Also bei uns gab es gerade Spaghetti Bolognese, die haben wir jetzt gegessen. Jetzt habe ich mir einen ganz ruhigen Ort gesucht, wo uns hoffentlich niemand mehr stören wird. Also viel Spaß. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehre. Athene in Mentas Gestalt, den Telemachos besuchen, rief ihm in Pylos und Sparta nach dem... So, ich habe mir jetzt mal einen ganz, hoffentlich wirklich ruhigen Ort gesucht, wo mich keiner erwischen kann. Entschuldigung, ich muss jetzt echt mit den ganzen Aufregungen erstmal einen Schluck Bier trinken. Und dann legen wir auch schon los. Erster Gesang. Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von Kalypsos Insel Ogygia heimkehrt. Athene in Mentes Gestalt, den Telemachos besuchend, rät ihm, in Pylos und Sparta nach dem Vater sich zu erkundigen und die schwelgenden Freier aus dem Hause zu schaffen. Papa, erwischt! Darf ich auch mal lesen? Ja. Danke! Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich sehr leid. Wir werden das auf jeden Fall noch schaffen. Oh mein Gott! Ruhe, wir haben Mittagspause.